Moin zusammen und willkommen zu Einmal Drums mit Alles bitte. Heute mit für mich einem ganz besonderen Gast, und zwar ist das Alex Vesper. Warum das besonders ist, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich versorge euch mal kurz mit den Hard Facts. Also, geboren ist Alex 1967 in Köln und den meisten Drummern in Deutschland wahrscheinlich durch seine langjährige Zusammenarbeit mit DJ Bobo und Drei vom Rhein bekannt. Im Laufe seiner Karriere hat er aber auch im Studio und live mit Künstlern wie Black Fuzz, Peter Orloff, Bed and Breakfast, Benjamin Boyce, Daniel Aminati und Lena Meyer-Landrut gearbeitet. Zusätzlich ist Alex Dozent am Institut für Musik in Osnabrück und an der Hochschule für Musik in Köln. Außerdem gibt er natürlich auch Workshops und war und ist auf Messen und Drum-Festivals aktiv. Jetzt komme ich mal dazu, wie Alex und ich uns kennengelernt haben. Und zwar am ersten Tag meines Studiums 2008 in Osnabrück. Da hieß es dann, Studium geht los, dein Dozent ist Alex Vesper. Und jetzt muss ich mal kurz gestehen, dass zu dem Zeitpunkt ich den Namen natürlich schon gehört hatte und habe ihn auch schon mal spielen sehen auf einer Go Music Session in Ebenbüren. Aber so richtig auf dem Schirm hatte ich ihn eigentlich nicht. Und somit hatten wir die Gelegenheit, uns quasi neu kennenzulernen. Und das haben wir im Laufe des Studiums dann auch getan. Alex war nämlich dann 3,5 Jahre mein Hauptfachdozent. Und jetzt muss ich sagen, dass ich von Alex sehr viel gelernt habe und das geht weit über das normale Spieltechnische hinaus. Und ich würde sagen, dass er im Laufe des Studiums zu einer Art Mentor geworden ist, weil ich viel über das reine Drumming hinaus von ihm auch gelernt habe. Und deswegen freue ich mich jetzt ganz besonders, dass Alex sich die Zeit genommen hat und sag, moin Alex, cool, dass du da bist. Boah, vielen, vielen, vielen Dank. Danke für die Einladung, für die warmen Worte. Ja, it is what it is. Sehr cool. Also, ich habe ja gerade nur so die offenkundigen Hard Facts genannt. Jetzt interessiert mich bei den Gästen immer so ein ganz klein bisschen, wie sie da hingekommen sind, wofür sie dann letztendlich bekannt sind. Also so ein bisschen, wann hast du angefangen mit Schlagzeugspielen? Wo und wie hast du gelernt und wie haben sich so die Sachen für dich ergeben? Das, wenn du uns da ein kleines Intro über dich selbst noch geben könntest. Okay, ich wollte eigentlich immer Schlagzeuger werden. Musikalische Früherziehung, Kindergarten, Orffsches Klangwerk und ich war futsch und hin, keine Frage. Dann habe ich eine ganz lange Phase mit meinen Eltern gehabt, um die zu überzeugen, dass das eine sehr gute Idee ist, mir für tausende D-Mark damals ein Schlagzeug und Unterricht zu besorgen. Weil die waren der Meinung, man muss erst Klavier, also erst ein richtiges Instrument und dann kann man Schlagzeug lernen. Und mein Vater hat damals beim WDR gearbeitet und hat auch, der war Archivar im Schallarchiv oder ist, also lebt noch und war aber damals Archivar. Und der ist dann immer in seiner Tour in die Studios gefahren, die er mit Bänder beliefern musste und hat dann auch bei Kurt Edelhagen immer Mäuschen gespielt, wenn die da aufgenommen haben. Und den Drummer von Edelhagen hat er gefragt, stimmt das eigentlich so? Und der hat gesagt, Quatsch, kann man Schlagzeuger sein, ohne Klavier zu spielen. Und das war das Go für mich sozusagen. Dass ich dann mit 6, 7 Jahren Unterricht genommen habe. Erstmal nur mit einer Snare, dann kam ein Becken dazu und dann zur Kommunion das Übliche. Ne? Also kam dann mal ein Schlagzeug und das hat damals wirklich unfassbar viel Geld gekostet. Also das muss man tatsächlich sagen. Das war ja dann Mitte der 70er Jahre und sowas, dass man jetzt heute zu Musik XY gehen kann und sich für 250 Euro sowas ähnliches wie ein Schlagzeug besorgt, das gab es halt einfach nicht. Ne? Es gab keinen Niedrigpreissektor. Das klingt jetzt erstmal schön, aber wie dieses 250 Euro Schlagzeug zustande kommt, das lassen wir jetzt mal einfach außen vor, ne? Unter welchen menschlichen und Naturvergewaltigungen. da möchte ich jetzt nicht drüber sprechen. Aber wie gesagt, ab da war das okay. Und ich habe eigentlich so als Teenager ein sehr, sehr freies Leben dann geführt und habe einfach dann mit 14, 15, da gab es die Projektwoche in der Schule. Ne? Also ich weiß nicht, gibt das ja jetzt noch? Also dass man mal eine Woche lang sagt, ich will Bäcker werden und geht dann zum Bäcker. Und ich habe gesagt, ich will Schlagzeuger werden. Und dann haben wir halt eine Band gegründet und dann einen Auftritt gemacht. Und ja, das war für mich irgendwie immer klar, Schlagzeug wird Schlagzeuger.
Ich habe während meines Abiturs schon total viel Jobs gehabt. Ich weiß, mein Vater hat Anfragen gekriegt, da war ich 12, für so Karnevalssitzungen und so, wo der gesagt hat, Entschuldigung, aber der Junge ist 12, der kann nicht bis nachts um 1 Uhr spielen, das ist schon klar, ne? Ja, und so war das für mich. Ich habe immer irgendwie Jobs gehabt, immer Geld verdient und irgendwie meine Schule hingekriegt. Das war. Okay, also während der Schulzeit auch schon damit Geld verdient. Okay, ja, damit hast du so eine Frage, die ich gerne stelle, schon vorweg beantwortet sozusagen. Also ob das für dich immer schon klar war oder ob es den einen Punkt gab, wo du gesagt hast, ab jetzt stelle ich das auf professionelle Beine und werde Berufsmusiker. Aber das hat sich dann im Prinzip eindeutig für dich so entwickelt, dadurch, dass du das immer machen Es wolltest. gab mal eine Phase, da war ich ganz, ganz, ganz ernsthaft an Kampfsport interessiert. Und da habe ich noch mal kurz überlegt, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, da das als Beruf zu machen. Und habe dann aber festgestellt, dass man jedes Mal mit einem verstauchten Gliedmaß und einer geplatzten Lippe irgendwo hinkam. Und irgendwann habe ich gedacht, gut, also entweder spielt man jetzt Schlagzeug oder man macht das jetzt vernünftig. Gut, vielleicht, dass ich das nicht wusste, dass du so ein Kampfsportaffin bist, dass ich mich nie mit dir angelegt Ja, you habe. never know, ne? Nee, und dann, also habe ich, klar, ich habe gespielt einfach direkt. Und wie ging es dann? Also, du hast immer Unterricht gehabt und wie ging es dann nach dem Abitur weiter? Also, hast du dann bewusst nochmal gesagt, du lernst noch dies und jenes, um dich auch gezielt aufzustellen oder? Nochmal gesagt, wir reden ja dann von Mitte der 80er. Also 86, glaube ich, habe ich halt jenseits des Internets. Also es gab, ihr Lieben, es gab mal auch kein Internet. Nicht, weil der Strom ausgefallen ist, sondern weil es das einfach nicht gab. Sondern VHS-Kassetten in der dritten Generation über Spielberger, Silgen Day 1984 oder irgendwie sowas, ne? Und die DCI-Dinger Ja, wahrscheinlich. das selbst das, also selbst Wackel ist ja auch noch später. Also die ersten Gad und Wackel VHS-Kassetten, ne, das ist ja noch viel später. Mein Problem damals war, dass man ja nur Jazz und Klassik studieren konnte. Und ich habe Klassik, seit ich klein bin, ich war dann bei Christoph Kaskel mit Pauken und Marimbaphon, bin dann gewechselt zu Thomas Witzmann auf der Rheinischen Musikschule. Und die Rheinische Musikschule ist immer so ein Ding, da haben die Professoren und Dozenten der Hochschule unterrichtet. Da musste man auch eine Aufnahmeprüfung machen und dann so bin ich zu Thomas Witzmann gekommen, so bin ich auch zu Sperry Karas gekommen, der damals der WDR Big Band Drummer war hier in Köln. Und dann habe ich bis 18, 9, knapp 19 irgendwie Unterricht genommen, habe dann eine ellenlange Zivildienstphase gemacht. Damals war es halt um ein Drittel länger der Wehrdienstphase. Das heißt, ich habe 18 Monate oder so. Nee, 2 Jahre. Ich glaube 2 Jahre oder so. Also elendlang Zivildienst gemacht und habe mich dann mehr halbherzig auf ein Jazzstudium in Köln vorbereitet. Weil Klassik hatte ich keine Lust mehr und Jazz war das einzige andere. Und die haben mich, wen wundert's, nicht genommen, weil ich keinen Jazz-Background habe. Ne? Also auch, weil es immer in Köln ist immer Platznot und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe dann irgendwie kaumst Musiktheorie studiert, also Musikwissenschaften und sowas und habe einfach gespielt. Ich habe mal in Erwägung gezogen, nach Hamburg zu gehen. Da gab es den, ich weiß gar nicht, das hieß immer schon Popkurs, weiß ich gar nicht. Oder hieß das vorher Das ist eine mal? gute Frage, aber der ist natürlich allen ein Begriff, aber Und da die habe ich gemerkt, Vorgänger ja, das und ist halt kein anerkanntes Studium. Das ist etwas, wo ich Geld für ausgeben muss. Dann stand immer noch Amerika im Raum, aber habe ich mir gedacht, irgendwie, nee, ich fühle mich wohl hier, ich kann spielen, ich muss nicht nach Amerika ein irres Geld, was ich gar nicht besessen habe, ausgeben und einen Kredit aufnehmen oder sowas. Es gibt hier so vieles zu lernen. Also ich habe die Notwendigkeit nicht gesehen. Und deswegen bin ich eigentlich auch sehr, sehr froh, dass ich seit 2008 bin ich in Osnabrück, ne, glaube ich. Kurze Zeit später war ich Gastdozent. Ist mal, wir sagen jetzt immer Dozent, aber es gibt keine Dozenten mehr, let's face it, ne? Wir sind alle Lehrbeauftragte, was ein großer Unterschied ist, ne? Dass ich das dann in Köln machen durfte, ist natürlich für mich der Hammer. Also wenn sie mich nicht wollten und ich bin jetzt selber da Lehrbeauftragter Eine und kleine ja, Genugtuung, und ich kann man kann Pop, sagen. ja, nicht nur das, sondern ich kann Pop unterrichten. Ich bin der erste Pop-Schlagzeuger in Köln und ich bin der zweite
Vor mir war nur Wolf Simon damals in Osnabrück. Ne? Ich bin ein halbes Jahr nach Gründung überhaupt dieses Studiengangs dazugekommen. Ja, genau, das war so, dass ich habe meine Aufnahmeprüfung noch bei Wolf Simon gemacht. Da war er noch der einzige Dozent und dann wurde das Studium so ein bisschen bekannter. Es gab mehr Bewerber, dann brauchte man einen zweiten Dozenten und dann standst du vor der Tür. Exakt, genau, sozusagen. genau. Ja. Ja, also das heißt, ich habe viel Unterricht genommen, aber habe mir auch verdammt viel selber beigebracht. Tatsächlich. Hast du auch sowas gemacht, dass du dir Mentoren gesucht hast, einfach, also Lehrer, die du ab und zu aufgesucht hast, um dir Input zu holen, oder wirklich so, ja, autodidaktisch kann man ja nicht mehr sagen, weil du ja schon Kenntnisse hattest, aber noch so Inspirationen und Tipps und Tricks geholt hast irgendwo bei bestimmten Leuten? Es gibt tatsächlich den Thomas Witzmann, der mir damals als Teenager dann bis 18 oder was Unterricht gegeben hat. Den suche ich schon mal gerne auf, den frage ich auch schon mal gerne um Rat, weil der war danach Dramaturg am Theater, ist Komponist von zeitgenössischer Musik, also von klassischer Moderne oder wie man es nennen mag. Das heißt, der hat tatsächlich einen ganz guten anderen Blick. Ja, und dann genieße ich es eigentlich sehr, die Camaraderie, die es innerhalb der Dramaszene gibt, gerade in Köln. Wir haben immer große Proberaumkomplexe, wo man dann mal einfach zu Hardy Fischetter, Henrik Smog, Thorsten Bugiel, Drury Mondlack, was, you name it, ne? Die sind alle nebenan. Ne? Und da kann man sagen, immer, was war das da gerade eben, was du da gemacht hast? Und ich meine, das ist ja letztendlich das, worum es bei diesem ganzen Schlagzeugmarkt, was DVDs, Unterricht und vor allen Dingen diese Clinics angeht. Wir sind das einzige visuelle Instrument, wenn du so willst. Ja, du kannst ja mal schauen, also Bass Days oder Guitar Weeks, das ist ja vergleichsweise jämmerlich, ne? Gegen so einen Drums Only Drummer Meeting Koblenz, wenn du dich erinnern magst, das war ja eine Wallfahrt. Ne? Oder was der DVD-Sektor oder so Leute wie Benny, wie Annika oder Mike Johnson oder was die sich eine Karriere aufbauen können, nur durch Schlagzeug beibringen oder zeigen eigentlich auch nur. Oder ganz früher noch Musikmesse Frankfurt, also die großen Performance-Bühnen, da gab es natürlich auch andere Produktvorführungen oder irgendwas, aber größtenteils sind Drummer dahin gefahren, um Drummer zu sehen. Ich darf daran erinnern, dass die Halle 9 überhaupt etabliert wurde, weil Simon Phillips gespielt hat. Und da waren 900 Leute pro Slot, den er gespielt hat. Das heißt, da ging es nicht mehr um irgendeine Tama-Booth oder sowas von 20 Quadratmetern, sondern musste eine Halle genommen werden. Ja, wenn Simon Phillips gespielt hat irgendwo, dann war das hier in der Live Music Hall in Köln für 1200 Leute. Eine Drumklinik. Ja, also, those were the days. Ja. Okay, also inspirierst du dich bei Kollegen und bildest dich bei da? Bei allem und jedem, so. Definitiv. Und nutzt du auch das Internet, Social Media oder YouTube? Lass uns mal auf YouTube begrenzen. Ich weiß, dass wir im Studium auch mal drüber gesprochen haben. Nutzt du das auch? Ist das mehr so Fluch oder mehr Segen, diese Entwicklung, wie sie ist? Also man braucht ja nicht drüber diskutieren, dass es eh nicht rückgängig zu machen ist und ob man es jetzt gut findet oder nicht, aber wenn ich jetzt sagen würde, Fluch oder Segen, YouTube, für die Entwicklung von dir selber vielleicht oder auch von jungen Drummern jetzt? Ich tendiere leicht zu Fluch, tatsächlich. Und aus einem Grund, den ich dir ziemlich genau sagen kann, und zwar hatten wir bei uns im Proberaum lange kein Internet. Das heißt nur Handy. Und seit relativ kurzer Zeit haben wir Highspeed irgendwie für alle mit WLAN. Und das ist definitiv so, dass ich dadurch mehr Irritation habe. Ich arbeite nicht mehr so fokussiert an mir. Also natürlich habe ich die Möglichkeit für andere, was ein Großteil meines Jobs ist. Ich sitze in diesem Raum, habe ein komplett mikrofoniertes Schlagzeug mit Rechnern und Kameras und arbeite. Ist auch vor Corona, lange vor Corona so gewesen, dass ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in ein Studio gefahren bin zum Auf- und Abbauen und Treppe hochschleppen oder so. Das muss ich echt überlegen, wann das war. Ne? Insofern Internet per se, mein Gott, müssen wir nicht drüber sprechen, ob das jetzt eine Erfindung ist oder nicht. Aber irgendwie für meinen Arbeitsfokus ist es nicht
so doll, ne? Also ich muss es dann auslassen, ganz einfach. Und noch eine Sache, die mir im Unterricht auffällt, und zwar schon seit Jahren, die Generation komplett Internet hat große Probleme, Musik zu hören oder rauszuhören. Musik wird in erster Linie geschaut. Und es ist ganz schön verblüffend bis schockierend, wenn ich mal sage, wie geht denn die Hi-Hat da? Oder was ist jetzt genau die Bassdrum-Figur? Also da ist ein gerüttet Maß an Unwissenheit unterwegs, weil diejenige sieht gerade nicht die Hi-Hat und sieht nicht die Bassdrum. Die Fußcam ist gerade off. Genau das ist es. Ich weiß, ich werde jetzt im Laufe des Gesprächs manchmal klingen wie nicht 53, sondern 153. Das ist mir total klar. Ja. Aber ich habe Stunden damit verbracht, auf dem Bett zu liegen, einen Kopfhörer aufzuhaben, den ich umgedreht habe, damit ich auch das Schlagzeug von hinten, weil die meisten Drumsets sind ja von Produzentenseite aus gemischt. Das heißt, die Hi-Hat und das Riping ist auf der gegenüberliegenden Seite. Und habe mir das überlegt, wie kann er das gespielt haben? Was höre ich denn da eigentlich? Sind das eigentlich zwei Schlagzeuger bei Genesis? Ach ja, hör mal, das sind zwei Schlagzeuger. Und so, das möchte ich einfach nicht mehr missen. Wenn Dave Weckl damals mit seinem komischen 13er Tom, wo manchmal auch so ein Bassdrums-Trigger drauf war bei der Electric Band. Hör mal, das hat mich eine Woche beschäftigt, dass ich denke, wie zur Hölle? Und heute guckt man da drauf und sagt, ja, okay, cool. Okay, also das... Ja, das ist ein Aspekt, genau, darauf wollte ich hinaus. Da hatten wir dann auch mal drüber gesprochen. Und wenn man jetzt mal so dieses Angebot an sich per se erstmal nimmt und sagt, das ist jetzt da, weil man kann ja auch sagen, Überangebot, Ablenkung dadurch, weil ich gucke alles super viel, aber nicht so richtig. Und andererseits kann man ja auch positiv sagen, super viel Informationsmöglichkeiten, die sonst einfach nicht da waren. Jetzt kann man sagen, okay, dann weißt du die weniger Informationen, aber auch mehr zu schätzen, ist also effektiver. Oder man sagt, positiv gesehen, es gibt halt einfach auch alles und die Möglichkeiten sind viel größer. Vielleicht die Weiterentwicklung. Jetzt rein so Menge des Angebots. Lass uns mal so sagen, es gab nie mehr Kochshows und der Verkauf von Kochbüchern ist ins Astronomische gegangen und nie wurde mehr Fertigfutter gegessen wie jetzt. Das ist so. Ne? Schönes Beispiel. Sagen wir mal so, wir brauchen gar nicht drüber sprechen, ist das gut oder ist das schlecht. YouTube ist die meistverwendete Suchmaschine, noch vor Google. Ja? Das heißt, alles an Informationen wird danach auf Video aufbereitet, dir zum Schauen dargereicht. Als die größte Suchmaschine der Erde gerade. Das ist schon mal allein ein Problem. Ja? Es ist kein Text da, ich muss nicht lesen können, ich kriege auch nur das gezeigt, was mir jemand anders aufnimmt im Bild oder erklärt. Ne? Und das ist tatsächlich ein Problem. Mein größtes Problem an der ganzen Sache ist, weil du sprachst von Informationsvielfalt bis Overkill. Mhm. Wo bleib ich dabei? Wo bleibst du dabei nach 5 Stunden YouTube schauen? Du hast mit Sicherheit auch schon Situationen gehabt, wo du das Ding einfach ausmachst und sagst, fuck, ich habe jetzt hier 2 Stunden verknallt. Wo sind die letzten 2 Stunden geblieben? Ja. Und warum habe ich nicht 2 Stunden mit mir verbracht und gedacht, okay, schön, dass es A, B bis Z auf YouTube mir das vorspielen, aber wie würde ich das vielleicht machen, wenn ich das nicht gesehen hätte? Ja, wie würde ich denn jetzt klingen, wenn ich nicht meine feste Vorstellung von Drum-Sound gekriegt hätte? Ja. Mhm. Guck mal so Bands wie Can mit Jacki Liebezeit, der ja neulich erst verstorben ist. Wir reden jetzt von Krautrock, wir reden von den 60er Jahren, Anfänge des deutschen Psychedelic-Rock, sagen wir mal. Die haben gespielt wie Computer, da gab es noch nicht mal Computer. Ja, die hatten diese Vision von immer gleichbleibendem Rhythmus und von tranceartigem Spielen von einer musikalischen Idee. Da gab es noch nicht mal Loops. Verstehst du? Also diese
Manifestation von dem, was möchte ich eigentlich machen, die wird nicht besser dadurch, dass man alles schon vorgekaut kriegt. Vielleicht ist es auch so ähnlich wie Zocken, wie Gaming. Wenn jemand, ich bin überhaupt kein Gamer, ich bin auch nicht damit aufgewachsen, gar nicht. Ne? Aber ich kann es mir ganz schön hart vorstellen, wenn du jetzt heute, weiß ich nicht, 10 bist und hast dein ganzes Leben lang schon Ei-Produkte vor dir gehabt. Und wenn dann jemand sagt, hey, lass uns doch mal Skat spielen oder Monopoly, schon ein Brettspiel, dann wird er auch sagen, echt jetzt, Alter. Wo sind hier meine 4K-Farben mit Animation und Sound? Memory, noch viel schlimmer. Ja, irgendwie sowas, weißt du, wo ich mal früher gedacht habe, ey, war doch auch cool, oder? Ja. Was ist mit Fantasie? Ich kenne Leute, wenn wir Notenlesen üben beim Studium und ich merke, Manometer, da ist ja gar nichts. Dann kommt meine nächste Frage, was liest du denn eigentlich so? Die meisten Studenten lesen noch nicht mal mehr Bücher. Also es gibt Leute, die sagen, das ist das einzige Buch, was ich je gelesen habe, ist. Okay. Die hören Podcasts jetzt. Sie versuchen. In der Hoffnung, dass es die richtigen sind. Ja. Kleine. Ja. Und was ist dann, ich meine, du weißt es ja selber, wenn man ein Buch liest, dann musst du dir selber ausdenken, wie der Charakter für dich aussieht. Wie das Environment aussieht, was gerade beschrieben wird, was die philosophische Ebene darüber ist, über dem, was du gerade liest. Ne, dein ganzes Denken wird ja gar nicht mehr angeregt, wenn du einfach nur noch Bilder glotzt. Also ich klinge jetzt gerade ein bisschen grumpy, aber ich habe vor 2 Tagen lief auf Arte ein sehr, sehr interessante Doku über Eric Clapton. Ja, also von seinen Anfängen er ist jetzt, glaube ich, ist 75 geworden, ne? Das heißt, er müsste 45 geboren sein. Mhm. Richtig? Anyway, er war, ne? Jetzt haben wir uns als Mathe-Genies geoutet. Ich bin gerade, warte mal. Er ist jetzt 75, anyway. Das heißt, wenn der in den 50er Jahren sich angefangen hat, für Gitarre zu interessieren, dann war Rock'n'Roll gerade erfunden. Unser Schlagzeug, sind wir uns darüber einig, wir reden von den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts. Also 1923 irgendwie oder sowas ist mal einer so langsam auf die Idee gekommen, hey, ich nehme mal die Bassdrum, die tue ich mir jetzt mal hier rüber, dann trete ich mit dem Fuß dagegen. Und so. Das heißt, wir sind ja eigentlich ein relativ junges Instrument. Und schau mal, wie sich die Musik entwickelt hat von diesen 20er Jahren bis Rock'n'Roll Anfang, 50, Mitte 50 vielleicht, so Little Richard oder keine Ahnung, irgendwelche Bands. Ne? Und dann tu mal nochmal 15 Jahre drauf und dann sind wir schon fast in Woodstock, wo zum ersten Mal 1 Million Menschen eine Band gesehen hat, wie Hendrix oder wie Santana oder so, mit deren Drummern. Also was hat sich in diesen 40 bis 50 Jahren getan, musikalisch und auch im Instrument, auch technisch am Instrument, sowohl hardware-seitig als auch spielerisch. So, wo sind denn die Entwicklungen von, sagen wir mal, 2000 bis 2020? Muss ich echt überlegen, ehrlich gesagt. Verhältnismäßig gering. Ja, also gibt es natürlich immer wieder, hardware-seitig und spieltechnisch, aber wahrscheinlich die Rieseninnovationen bleiben aus. Ja, und es verändert sich so schnell, wie sich... Absolut auch nicht sagen kann. Aber. Ja, aber guck mal, man konnte damals einfach eigentlich im Prinzip einen Drummer einfach erkennen am Sound. Ja, du wusstest, ob das jetzt irgendwie John Guerin war oder Jeff Porcaro oder von mir ist auch Carl Palmer oder von Emerson, Lake & Palmer oder keine Ahnung, Steve Gadd, Billy Corgan. Ich finde es heute extrem schwierig, eine eigene Stimme zu finden. Da musst du schon dann graben, sagen wir mal so Dan Mayo mit seinem A&F-Zeug, was ja wirklich extremst geschraubt ist in dem Bedürfnis, anders zu klingen. Mhm.
Aber ansonsten, ich meine auch dann in der Studioproduktion, dann kommt, du spielst das ein, dann kommt Pro Tools, dann schiebt es jemand zurecht, nimmt noch einen Steven Slate Trigger drauf. Das kann jeder gespielt haben, ja? Ja. Um es Industriestandard zu machen. Ja, interessante Sichtweise auf jeden Fall. Aber na, sorry. Kein Grund für Entschuldigung. Ich springe noch mal ganz kurz zurück, einfach weil es mich persönlich interessiert. So zu dir und wie dein Style oder dein Spiel sich auch entwickelt hat. Was würdest du sagen, bist du für ein Übetyp gewesen oder bist du jetzt strukturiert, so mit Übeplan und allem drum und dran, oder hast du es auch da auf dich zukommen lassen, inspiriert von dem, was dich interessiert, Drummer, die dich interessieren, gehört, dazu gespielt? Oder hast du dann auch immer schon so einen Plan, so und so? Also allgemein, hast du viel geübt? Ja, schon. Oder hast du mehr gespielt? Oh nee, ich verbringe nach wie vor noch sehr, sehr viel Zeit im Raum mit dem Instrument. Meine Struktur lässt so ein bisschen zu wünschen übrig, also auch das Übeplan-Ding ist nicht so meins, weil ich bin oft überrascht, wie viel Zeit man investieren muss, um besser zu werden. Und das möchte ich eigentlich nicht selber dokumentiert sehen. Also ich hätte Angst, ein Buch da liegen zu haben, in dem drin steht, dass ich ja am 30.15. 1900 irgendwas da schon mal dran gesessen habe. Und ich denke mir, echt? Das wird ja überhaupt nicht besser hier, ne? Das finde ich nicht so gut. Ich versuche schon wirklich, wenn ich übe, ich bin derjenige, ich übe, was ich nicht kann. Ich versuche, dieses Shedden weitestgehend zu lassen. Ich versuche, verschiedene Kontrollinstanzen aufzubauen, während ich übe. Das heißt, ich nehme mich auf. Oder du wirst es wissen, ich bin ja ein ziemlicher New Breed. Ich bin ein Jünger der New Breed, der neuen Brut, wie Gary Chester zu sagen pflegte. Das heißt, für mich muss es singbar sein, was ich spielen möchte. Und ich möchte, während ich spiele, in der Lage sein, mit meiner Stimme verschiedene Pulse oder Zählzeiten laut auszusprechen, zu singen, zu schreien, wie auch immer. Das heißt, dieses reine Darumsitzen und Schlagzeug abzusondern ist nicht mein Ding, sondern ich möchte mich außerhalb dieser Komfortzone bewegen, um mein Repertoire aufzubessern, sozusagen. Für mich war immer ganz, ganz wichtig die Technikseite, und zwar das Recorden. Also ich habe ganz früh in Bands gespielt und damals war das so, dass der Keyboarder war immer mit Knöpfen drücken beschäftigt. Die Gitarristen, die damals noch 20 Höheneinheiten Effektgeräte hatten, die waren nur dafür da, um das Heldensolo zu spielen. Ansonsten haben sie sich sofort wieder umgedreht und an ihren Zeugs geschraubt und so. Und das war dann auch oft langweilig, dass ich dachte, ja, ich glaube, wenn ich mir jetzt so ein Pult kaufe, dann könnte ich das aufnehmen, was wir gerade machen. Und dann habe ich bei den Jungs Mikrofone dran gestellt und habe dann auch selber gedacht, hey, wenn ich mir jetzt einen Kopfhörer aufsetze, dann brauche ich diesen Krach nicht ertragen, sondern dann kann ich mir das ganz gezielt, dann habe ich mir sowas wie In-Ear halt erfunden, wenn du so willst, ne? Und dann habe ich mir einen DAT-Recorder gekauft und habe den dran gemacht und habe für die Jungs Mitschnitte gemacht und so. Und dieses Recorden ist sehr wichtig für mich. Wie klinge ich vor dem Mikrofon und wie klingt es dann letztendlich auf dem Computer? Wie kriege ich dieses Ding, das weiß jeder selber. Du redest und hörst dir deine Stimme an und denkst, echt, das bin ich, so klinge ich. Und das ist beim Schlagzeug natürlich nicht anders. Du spielst was und hast natürlich nicht absichtlich Scheiße gespielt, aber du drückst auf Play und denkst, ich habe Scheiße gespielt. Ja? Und dieses Ding irgendwie auszubalancieren, wie kann das sein? Das interessiert mich immer noch. Ne? Mhm. Ja, cool. Ja, also ich hoffe, dass da die Zuhörer was von mitnehmen. Ich kannte das ja schon von dir. Also du hast zum Beispiel mit diesem New Breed damals mein Spiel im Prinzip auf den Kopf gestellt. Ich war ja jetzt nicht der Jüngste, als ich angefangen habe mit Studieren. Und hatte schon relativ viel Unterricht auch gehabt und so. Und dann ging es auf einmal los, ja, spiel mal was. Und dann sagst du, okay, und jetzt sprich mal was mit. Und dann haben wir ja im Prinzip alles, von dem ich dachte, dass ich es könnte, noch einmal umgedreht. Und da habe ich ganz schnell festgestellt, plus in der Korrelation damit, dass du gesagt hast, und jetzt nimm's mal auf und dann erzähle ich dir das nicht nur, dann hör dir mal selber an, was ich meine. Und so, das hat schon viele Sachen nochmal wieder in Frage gestellt. Mhm. Also auf positive Art. Cool, sehr gut, sehr gut. Ja.
Jetzt würde ich aber doch nochmal auch nochmal da wieder ein kleines Stück zurückgehen, was ich im Intro erwähnt habe. Da habe ich ja einfach mal behauptet, dass die meisten dich wahrscheinlich dann doch auch durch DJ Bobo oder deine Zusammenarbeit mit DJ Bobo kennen. Das hast du ja auch viele Jahre gemacht, der große Pop-Act. Und Drei vom Rhein, das sind ja schon musikalisch eindeutig unterschiedliche Paar Schuhe. Das eine vielleicht eher, ohne dass ich das in irgendeiner Form abwerten meine, aber eher der Dienstleistungssektor, sage ich mal. Drei vom Rhein hast du ja wesentlich mehr kreativen Input. Ich weiß nicht, ob du das überhaupt willst, aber könntest du da mal sagen, was so die Reize von beiden sind oder was du lieber gemacht hast? Hast du dieses DJ Bobo als eine Dienstleistung empfunden, wo du dich aber künstlerisch eigentlich nicht ausdrücken kannst? Oder ja, einfach mal so die Unterschiede in diesen wirklich unterschiedlichen künstlerischen Arbeitsfeldern sozusagen. Das Interessante, was du jetzt gerade machst, du nimmst jetzt zwei Extreme, aber dazwischen liegen auch Michel, Roland Kaiser, Andrea Berg, Hartmut Engler, Göller, Rochefort, Paulo Mendonça, Vox Club, Yellow. Ich habe mit Yellow in Montreux gespielt, 2017 und so. Das heißt, wenn du nur diese zwei Punkte nimmst, klingt das strange, ja. Ich spiele jetzt gerade mit Frank Schätzing in der Band, also mit dem Autor Frank Mit dem Schätzing, Autor, ja, ja. genau. Während ich dann aber mit Kölner Leuten diesen ganzen Karnevalswahnsinn hier für gewöhnlich mache. Normalerweise wäre ich jetzt nie da, ne? Aber weil wir diesen dämlichen Corinna-Virus. Wenn du das so siehst, da, Ich habe jetzt gedacht, so als einfach, um mal als zwei Beispiele zu nennen, ist mir ja, ja. da, also Drei vom Rhein war eine eigene Band. Da bin ich fast Gründungsmitglied. Es gab nur Guido Jöris war auf dem ersten Album und auf den ersten drei Konzerten. Und seitdem, seit über 25 Jahren, wir haben Pause jetzt, ein paar Jahre schon, bin ich das. Und ich habe auch die Platten auch meist selber gemacht, aufgenommen und so. Das ist also das, was ich mit eigen nenne. Während Bobo natürlich, wenn wir eine Tour gespielt haben, dann hast du vor eine Viertelmillion Leute gespielt über diesen Zeitraum. Und wie viele Leute kennen DJ Bobo? Wie wenig Leute kennen Drei vom Rhein? Also, das ist klar. Es ist ein anderes Funktionieren in dem Fall. Aber an sich, the bottom line ist, dass man irgendwie das Licht geht aus und dann spielt man und dann versucht man so gut als möglich zu spielen und da zu sein und pünktlich da zu sein. Bei dem einen fährst du selber, beim anderen wirst du gefahren, bei dem einen baust du selber auf, bei dem anderen baut jemand anders auf und so. Ja. Bobo, jetzt um mal konkreter zu sein, weil du sagst Dienstleistung oder so. Er ist So sehr habe ich es einfach mal fordernd, genannt. er will was von, und ich bin der, also wir sind damals die erste Band für ihn gewesen, 2003. Er hat ja nie mit Band gearbeitet. Und er hat sehr, sehr früh, sehr schnell gemerkt, ah, warte mal, wenn ich mit einer Band, die ja kein Playback ist, dann kann ich ja auch. So, und dann kommt das Ganze, ein Rock'n'Roll-Ende und er springt und dann ist Ende. So Sachen. Oder Medleys oder Stretchen oder Aufhören allein schon und wieder einsteigen. Also solche Dinge. Das hat er natürlich sehr, sehr früh gemerkt. Und dann ist er aber auch noch so hochgradig professionell, dass man sich da auch kein Zaudern erlauben darf. Ne? Also man muss wirklich geliefert werden. Auch so eine Tour wie sowas Großes wie Andrea Berg oder Lena, da steckt so viel Geld und so viel Aufmerksamkeit und so viel andere Jobs auch mit. Da kann man nicht auf der Bühne gehen und auf die Bühne gehen und Lulli machen. Das funktioniert nicht. Wobei du das bei Drei vom Rhein vom grundsätzlichen Approach natürlich auch nicht machst, auch wenn da nicht vielleicht Nee, ich die meine, großen Hallen davor sind, aber. Drei vom Rhein klingt immer so, also kann man alles machen, was man will. Und bei den anderen muss man das machen, was die wollen. Aber so, es ist gar nicht so, so unähnlich ist das gar nicht. Also klar, in den Anfangsphasen manchmal, ich habe irgendwie hier in so einer Quarantänezeit, habe ich auch mal alte Dattbänder hier reingeworfen mit Aufnahmen von Drei vom Rhein, da wo ich mir dachte, boah, was haben wir uns damals getraut? Ja, aber da war ich da 25 oder so? Ja, also was wir uns da an Texten erlaubt haben und an, ja, ganz schön sportlich. Und dann hast du auch gespielt, das war dir alles Wurst. Ich mache das jetzt mal so, ne?
sehr interessante Phase auf jeden Fall. Wo wir gerade beim Live-Geschäft sind, eine Frage, die ich gerne stelle. Kannst du mal zwei Momente schildern, ein Best-of-Moment? Muss nicht zwangsläufig aus dem Live-Geschäft sein, aber so aus deiner Karriere, aus deinem Musiker-Dasein, so, wo du wirklich in dem Moment gedacht hast, geil, genau deswegen wollte ich das so machen und so sollte es sein. Und irgendwie so ein, als Gegenbeispiel, so ein kleines Worst-of, sei es ein Technikhänger oder was du selber verbockt hast oder wer anders, irgendwie eine Anekdote, wo du aber sagen würdest, das muss ich nicht nochmal haben. Die Best-of, da gehe ich mal so zurück zu einer Phase, wenn du mit deinen eigenen Bands in der Clublandschaft unterwegs bist und jetzt bin ich mal wieder 20, Anfang 20 oder so. Und da war es definitiv so, dass es, die Leute sind mehr zu Bands, die man nicht so kennt, zu Konzerten gegangen. Es gab jede Menge Clubs hier in Köln, die waren für gewöhnlich voll, wenn du da gespielt hast mit deiner Band. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich mit Busy Buddy, das war damals eine sehr vielversprechende Soul-Band, in der ich hier gespielt habe, dann haben wir die Abrechnung gemacht abends und da sagte ja jemand, ja okay, war ja nicht so gut heute, wir hatten nur 400 Zahlende. Und ich dachte, Alter, was willst du? 400 zahlende Leute für uns? Er sagte, ja, wenn ich hier Disco habe, sind ja 1200. Aber du kannst dir vorstellen, wenn du deine eigene Show machst vor einem, in einem gerammelt vollen Club mit 250 Leuten, die dich mit Affenscheiße bewerfen, das habe ich lange, lange nicht mehr gehabt tatsächlich. Also es gibt so eine gewisse Müdigkeit, zu Konzerten zu gehen, ob dem Angebot, jetzt sind wir wieder bei YouTube oder ob den großen Venues, wenn man halt eine Familie hat und einmal zu, keine Ahnung, Beyoncé geht oder sowas, dann ist halt auch kein Geld mehr da, um irgendwo anders hinzugehen, auszugehen. Ne? Also ich habe so ein paar, so eine Phase von, wo ich dachte, boah, war das geil. Ne? Die wurde dann abgelöst natürlich mit ein paar Dingern wie, es gibt so Eisstadion Bern zum Beispiel, wenn man da mit Bobo spielt, da sind unten vor der Bühne sind 3000 und die anderen 10.000, die sind in einer fast steilen Wand vor dir. Das ist ein Eishockeystadion, ist das. Das heißt, die Leute sind relativ close zu dir und wenn die dich anbrüllen, dann das ist so eine Energie, die du da kriegst. Ich habe auch so ein kleines, habe ich neulich noch gesehen beim Handy aufräumen, dachte mir, oh, das habe ich gefilmt, das ist ja cool. Also das sind so ein paar Highlights, riesige Festivals mit Bobo, Open Airs in den Bergen oder oben auf der kleinen Scheidegg oder sowas, ne? Also wo richtig hin mit Höhen, mit keine Luft kriegen und so. Das sind so ein paar Highlights. Und der Worst Case ist tatsächlich, kann ich dir sofort sagen, und zwar das ist spannend, weil die ersten meiner Gäste tun sich mit dem Worst auf Moment immer so, oh, muss ich jetzt mal eben überlegen und hab so. Habe ich ganz klar, also erklärtermaßen, ich habe zwei Gigs mit Yellow gespielt. Der eine war Jazz Festival Montreux. Das war mit Sicherheit der härteste Gig. Da ich mit Anreisen, 4 Stunden Probe, dann den Gig nageln mit Aufzeichnung, dann sich wieder in Shuttle setzen und wieder zurückzufahren. Das war unglaublich anstrengend, das ganze Ding. Ich weiß, dass ich war zu müde zum Schlafen. Ich bin wieder aufgestanden, an die Bar gegangen und gesagt, so, ich muss mich jetzt abschießen, ich kann nicht mehr. Und das war fantastisch, der Tag, ne? Obwohl er wirklich sehr, sehr arbeitsintensiv war. Und der nächste Gig war in Berlin. Und das war ein Fiasko. Dieser Yellow-Gig für mich war ein Fiasko. Und jetzt kannst du mal irgendetwas sagen, was live schiefgegangen ist. Und das wird da gewesen sein. Alle möglichen, von Hyatt kaputt gehen, von des Leih-Sets, über, wir stehen hinter der Bühne, die Band wird angesagt und der Monitormann sagt, oh, meine Gains stimmen nicht mehr, weil es hatte den ganzen Tag geregnet und es ist mindestens 3-mal beim Soundcheck komplett die Sicherung rausgeflogen und das Pult hatte sich resettet. Das heißt, das ganze Monitoring stimmte nicht mehr, noch nicht mal ansatzweise. Ne? Ich wollte gerade sagen, Monitor ist bestimmt ausgefallen. Monitor, ja, okay. Pass auf, und wir haben gemischt, hat Olsen Involtini, das ist der Produzent und Mischer von Peter Fox und Seed. Den habe ich damals bei Lena kennengelernt, weil der wäre auch FOH bei Lena vorne. Und Olsen ist ein fantastischer Mischer, aber er macht Bass auf jeden Fall. Und diese Bässe waren unterhalb der Bühne. Das heißt, ich hatte für Yellow mehr Charts gemacht. Und
Ich hatte keinerlei Kontrolle mehr in meinem In-Ear. Das war alles Fratze, was da kam. Und ich hatte auch keinerlei Kontrolle außerhalb, weil die Bässe dermaßen massiv waren. Ich habe auf meine Charts geguckt und ich konnte nichts mehr sehen, vor die Augenflüssigkeit vibrierte. Ich habe Beats rumgedreht. Ich wusste noch nicht mal mehr, wo ist die Eins und irgendwas. Der Klick wurde lauter, leiser, aus. Da ist er wieder und so, weil vorne jemand das Post-Fader gemacht hat. Den Cent des Klicks hatte der vorne selber auf einem Fader. Es war unfassbar. Ich bin zu einem Monitormann gerannt und habe gesagt, Alter, was ist hier los? Bei mir ist es auch so. Der Klick ist mal da und mal nicht. Und das wollte ich klären. Dreh mich rum und renne in eine Sängerin von Yellow, die ihren großen Auftritt hat in einem flamboyanten roten Kleid. Und ich renne diese Frau um. Ich meine, für die ganze Band war es ein Fiasko. Und das war in Berlin und wir haben bis morgens um 5 Uhr in Berlin vor einem Straßencafé gesessen und haben uns nur die Geschichten des Abends erzählt. Horror. Also wenn ich noch eine Chance hätte, bitte, Yellows, bitte, ich würde es gerne. Lass es mich noch einmal beweisen. Damit das nicht der Abschluss war, sozusagen. Damit das nicht der letzte Gig dann war. Ja, sehr gut. Okay, was machst du am liebsten, wenn du nicht trommelst oder keine Musik machst oder nicht mit Musik beschäftigt bist? Was ist so dein größtes Hobby neben der Trommelei, der Kunst? Boah, ich gehe wahnsinnig gerne in die Sauna. Nicht jetzt gerade. Das ist schwierig zumindest, ja. Es ist tatsächlich etwas, was mir extrem fehlt. Also so dieses Relaxen, auch körperlich gesehen, sich im Warmen befinden und so, mache ich sehr, sehr gerne. Ich reise gerne, ich bin gerne weg. Ich bin gerne in warmen Ländern und liege irgendwo rum und lese ein Buch. Sehr, sehr gerne. Mhm. Fehlt dir das Musikmachen dann nach kurzer Zeit? Also bist du so ein Drum-Nerd, wo du sagst, ja, es ist jetzt schön zu entspannen, aber so nach ein paar Tagen juckt es in den Fingern? Da war ich jetzt in ganz langer Zeit nicht lang genug weg. Also meine Urlaube sind seit Jahren, bewegen sich im 10-Tages-Ding. Also so, dass ich mal irgendwo 3 Wochen war, kann ich mich nicht dran erinnern. Und dann ist es eher mal so, nee. Also keine Stöcke nehmen, keine Musik hören, ne, sondern tatsächlich ein Buch, also ein Reader oder sowas und dann lesen, nichts, was ausdenken, keinen Input haben, keine Musik hören, nein. Nee. Okay, gut. Dann kommen wir jetzt zu meinen Kategorien. Kleinen Soundcheck haben wir vorher gemacht, ich spiele mal kurz einen kleinen Trailer ein. Na? Wer hat's getrommelt? Ich spiele dir jetzt mal einen kurzen Song ein und bin mal gespannt, ob du weißt, wer das getrommelt haben könnte. Also es gibt da ein binäres Fill in einer Shuffle-Nummer. Es ist Steely Dan und es ist live. Das heißt, Kollegen wie Rick Marotta, Jeff Porcaro und Bernard Purdy wäre wieder im Rennen, weil Bernard Purdy auch live mit denen gespielt hat. Es ist modern. Ich gebe schon mal kurz zu bedenken, du darfst laut denken, aber ich akzeptiere nur eine Antwort. Okay, Dennis Chambers. Gleich. You win. Sehr geil. Gut. Okay, aber du darfst gerne weiter ausführen, wie du drauf, du warst ja per Ausschlussverfahren unterwegs gerade. Ich weiß, dass es eine Weile Bernard Purdy war, der auch live gespielt hat. Dann war es Ricky Lawson. Dann war es mal ganz gut Peter Erskine. Und vom Sound her, von dem Snap, den es hat,
dachte ich, sind's alle die nicht. Und dann dieses gewagte binäre Fill und diese Chuzpe, die man durch das Spiel hört, das ist für mich, ist es Dennis. Ja, sehr schön war dein Gesichtsausdruck, als das Fill kam. Das kann der Hörer jetzt nicht nachvollziehen. Aber da habe ich kurz noch gedacht, weil Vinny hat ja auch mal eine ganz späte Platte gespielt, weil das wäre ja auch wieder so ein quasi so ein Vinny-Zitat eigentlich, wenn du so willst. Ne? Aber auch der hat nicht live gespielt. Ne? Ja, sehr schön, aber der Punkt geht definitiv an dich. Nächste Kategorie. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn du in die Vergangenheit reisen könntest? In welches Jahrzehnt würdest du dich zurückversetzen wollen? Wahrscheinlich in die 60er, also von 60 bis 70. Und da würde ich mir ein paar Konzerte angucken. Zum Beispiel? Da würde ich mir den Impact angucken, wie Jimi Hendrix zum ersten Mal in London gespielt hat, zum Beispiel. Die Beatles, die Live-Ausstrahlung von der Sullivan Show, als die Beatles 64 oder so, glaube ich, zum ersten Mal in den Staaten vom TV gespielt haben. So, in der Kategorie würde ich denken. Es gibt eine John Cage-Aufführung des Tarzett 433. Ich kann ja nicht genau sagen, wann das war, aber kennst du den Titel? John Cage, also der zeitgenössische Komponist. Da gibt es einen Titel, der heißt Tarzett 433. Da kommt ein Quartett auf die Bühne, geht in Position und wartet 433, also 4 Minuten 33 Sekunden, steht auf und verbeugt sich. Und da kann man sich vorstellen, gab Tumulte. Die Leute haben geschrien vor Begeisterung und auch die Stühle kaputt getrümmert. Ne? Also solche Dinge, das würde ich gerne mal. Ich glaube, das war alles so müsste in den 60ern gewesen sein. Und jetzt bin ich gespannt, was wäre, wenn du für den Rest deines Lebens nur noch einen einzigen Song hören könntest, dürftest? Welcher wäre das? Da muss ich jetzt echt überlegen. Herrlich, diese Frage tritt bei der diese Stille tritt bei der Frage immer ein. Ich meine, das ist aber auch echt eine Frage. Den Rest deines Lebens, ein Song, das heißt auch noch nicht, also Song heißt Lied, ne, mit Gesang. Ein Lied. Ja, kann auch ein Instrumentalstück sein. Ich tendiere leicht zu River of Tears von Eric Clapton. Leicht. Aber ich glaube, wenn wir gleich auf mach's gut, wo wird mir würde ich sagen. Ach dann, Mensch, warum habe ich nicht Alan Holdsworth's City Nights gesagt oder sowas? Ja. Okay, aber schwere Vorstellung. Ist ne? Eine grauenhafte Vorstellung, by the way. Ja, okay, zugegeben. Sorry. Ich wollte nur mal die Fantasie anregen. Okay, die nächsten Sachen sind einfacher, keine Angst. 5 Quickies mit Bo. 5 kurze Fragen mit der Bitte um 5 kurze Antworten. Okay, was ist für dich das eine Schlagzeugbuch? Das eine Drumbook, wo du sagen würdest, das sollte eigentlich jeder kennen oder können? Gary Chester New Breed. Für mich keine Überraschung, diese Antwort. Was ist für dich die eine Trommel? Also deine eine Lieblingssnare oder Bassdrum oder was auch immer, die eine Trommel, auf die du nicht mehr verzichten möchtest. Meine meistgespielte Snare ist eine Tama SLP Spruce Snare. Die ist sehr, ist sehr relativ neu, ne? Relativ neu, ja, tatsächlich. Die mag ich sehr, sehr gerne und die ist ganz oben in der Top-Liste. Ja. Okay. Was ist für dich das eine Tool, drum-related, also die eine App oder ein Equipment-Gimmick oder irgendwie sowas, wo du sagst, das hat dich schon oft gerettet oder ohne das möchtest du auch nicht mehr arbeiten. Das funktioniert einfach immer. Eine Software, ein Hardware-Teil. Ja, was ich am meisten benutze, ist tatsächlich Logic, tatsächlich. Ne? Also Logic ist ein ganz wichtiger Bestandteil meines Übens, Arbeitens, so geworden. Ich würde sagen, sowas in der Richtung. Und ansonsten, ganz profan,
die Nupsi Stimmschlüssel, die Benny immer propagiert, die eigentlich, ich glaube, von Gavin kommen, glaube ich, ne? Gavin Harrison, in der Protein waren die, glaube ich, immer beigepackt, in der Protein Snare. Da habe ich mich eben noch drüber gefreut. Dieses die rote, der alte Sonorschlüssel mit dem roten Gummipömpel oben drauf. Da habe ich mich noch drüber gefreut. Davon habe ich zwei und denke mir, ach, ist das schön. Das ist eine tolle Erfindung. Ja, sehr gut. Okay. Was ist für dich der eine Lieblingsdrummer? Die eine Hauptinspiration, ohne den du vielleicht nicht spielen würdest, wie du spielst oder überhaupt nicht spielen würdest? Das ist, glaube ich, Vinicola Jutta. Glaube ich schon. Auch das überrascht mich nicht, aber... Ja. Okay, cool. Und was ist für dich die eine Empfehlung, die du vielleicht jungen Drummern, die am Anfang des Berufslebens als Musiker stehen oder so, die du gerne vielleicht mit auf den Weg geben würdest aus deiner Erfahrung heraus? Forscht nach eurer eigenen Stimme. Also es ist schön, jemanden zu imitieren oder es ist super inspiriert zu sein und zu sagen, ich möchte so klingen wie oder wie hat der das gemacht. Aber wenn man das irgendwie rausgefunden hat, ist es viel, viel interessanter zu sagen, ah, und wie würde ich das machen? Mhm. Ja, schöner Tipp. Okay, du hast die Kategorien erfolgreich hinter dich gebracht. Ja. Und von meiner Seite war es das jetzt im Prinzip. Wenn du möchtest, könntest du an dieser Stelle Werbung in eigener Sache machen, irgendwie auf Projekte hinweisen, die jetzt irgendwie anstehen. Auch wenn das momentan wahrscheinlich schwierig zu sagen ist, wann da was kommt, aber vielleicht hast du Studioprojekte oder andere Geschichten, die du machst, dann dürftest du jetzt gerne schamlose Eigenwerbung betreiben, wenn du möchtest. Ich möchte gar nicht Eigenwerbung. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit jemanden kennengelernt, der heißt Chris Grosak und der macht Daddy Paul Stöcke. Also wenn ihr auf daddypaul.de, glaube ich, geht, dann werdet ihr jemanden kennenlernen, der neu im Stockbusiness ist und der mit einer unglaublichen Hingabe Stöcke baut, die ganz, ganz außergewöhnlich toll sind. Mhm. Und das mit dem bin ich im regen Kontakt und wir entwickeln was und der hat ganz tolle Sachen zu sagen und ich liebe dieses Produkt, was er macht. Okay. Ja, Fremdwerbung ist auch erlaubt. Gut. Sehr gut. Okay, also, wenn du nichts mehr hast, ich sag herzlichen Dank. Hat total Spaß gemacht, dass wir uns auch mal so widersprechen konnten, weil wir uns ja nicht mehr so wirklich über den Weg laufen. Bo, es hat mir total Spaß gemacht, ausgerechnet von dir interviewt zu werden, weil ich dich zu beobachten in deinem Werdegang ist eine wahre Freude. Also die Art und Weise, wie du bei mir studiert hast, wie du abgeschlossen hast, die Art und Weise, wie du dein Leben gestaltet hast, wie du deine Schule gemacht hast, wie du aus Social Media auftrittst, das ist à la Bonheur, sagt man, glaube ich, ne? Also Chapeau. Du machst ganz, ganz großartige Sachen, muss ich dir einfach sagen. Es ist eine Freude und eine Ehre, dass du mich gefragt hast. Und ich bewundere das, was du auf die Beine gestellt hast. Vielen Dank, freut mich sehr. Jetzt werde ich ganz rot. Das kann man zum sehr, Glück nicht sehr hören. Gerne von Herzen und from the bottom of my soul. Man. Vielen Dank, vielen Dank. Okay, dann sage ich vielen Dank und schönen Abend. Bleibt gesund und es werden bessere Zeiten kommen. Yo, ich hoffe, diese Folge von Einmal Drums mit Alles Bitte hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann sagt's gerne weiter. Wenn dem nicht so ist, dann sagt's auch gerne weiter. Warum sollte es euren Feinden besser gehen als euch? Vielen Dank an die Firma Rohema an dieser Stelle, die mich bei der Umsetzung für diesen Podcast unterstützen. Am meisten helft ihr mir aber, wenn ihr bei dem Podcast-Anbieter eures Vertrauens ein Like oder sogar eine kleine Rezension und oder ein Feedback hinterlasst. Und wenn ihr immer informiert werden wollt, wann es die nächste Folge gibt, dann solltet ihr diesen Podcast ohnehin abonnieren. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört und sagt bis dahin immer fleißig auf die Pauke hauen. Euer Bo.